Wir sind hier auf der Gefäßchirurgie. Ich bin stellvertretende Stationsleitung, ging ja auf Station ganz, ganz fix. Ich habe hier auch mein Examen gemacht, war lang als Schülerin da. Wollte unbedingt hier bleiben, weil ich das Fachgebiet wahnsinnig spannend fand, das Team total super fand. Wir sind alle ein bisschen chaotisch, finde ich, brauchen wir hier auch. Wir lachen ganz gern und viel zusammen, aber wir sind auch natürlich mal ganz ernst. Was ich ganz toll finde, wenn es einem nicht gut geht oder wenn ein Patient gestorben ist und man einfach ein bisschen mitgenommen ist, wie auch immer, man kann zum Kollegen gehen, man kriegt ein wenig Trost, man kriegt Zuspruch und danach geht das auch alles wieder. Ich finde es einfach, unser Team ist klasse. Ich stehe nicht gern auf, aber ich komme gern in die Arbeit. Ja, das stimmt. Doch, das stimmt, Matthias. Und immer, wenn du da bist. Nein, also man sieht ja, bei uns ist das wirklich ein ganz freundschaftlicher Umgang. Viele unserer älteren Kollegen, so wie der Matthias, fachlich top. Ich lerne immer noch was dazu, wenn ich mit ihm arbeite. Da gibt es gar nichts. Ich habe das Glück, ich kann meine erfahrenen Kollegen immer noch fragen, obwohl ich eine andere Position jetzt habe. Ich finde es top. Wir sind ein sehr offenes Team. Wir empfangen jeden mit offenen Armen. Wir sind alle freundlich. Wir zeigen gern und viel. Und bei uns gibt es das kaum, dass man sagt so, hey, du bist neu oder so. Bei uns wird man immer warmherzig und offen empfangen und eigentlich gleich ins Team integriert. Wenn neue Kollegen kommen, die laufen dann erstmal mit dem Praxisanleiter mit, haben dann auch nicht gleich eine ganze Gruppe. Die Einarbeitung läuft auch mit dem Einarbeitungskonzept, was man Stück für Stück abarbeitet. Aber es sind eigentlich immer erfahrene Kollegen, die einarbeiten. Wir haben immer die Chance auf Weiterbildungen. Man kann sich hier immer weiterentwickeln oder auch in eine ganz andere Richtung verändern. Wenn man heute sagt, man möchte raus aus der Pflege, hilft der Arbeitgeber auch zu sagen, komm, wir schauen, dass wir hier noch einen Platz irgendwo im Haus für dich finden. Und das finde ich toll, das hat man nicht überall. Die Schwierigkeiten ist halt einfach auch dieser Schichtdienst. Es mag nicht jeder, es ist auch wirklich anstrengend, das gehört dazu. Wir haben 3-Schichtsystem. Freunde verstehen das nicht immer, bleiben oft auf der Strecke, das kennen wir alle. Also wenn wir mehr Kollegen hätten, wäre die Arbeit entspannter. Wir könnten die Gruppen anders gestalten. Wir hätten auch mehr Zeit für Schüler. Es wäre einfach angenehmer. Ganz klar, die Arbeitsbelastung wäre nicht so hoch. Was soll ich sagen? Kommt zu uns, bewerbt euch bei uns. Ein paar von unserem Team habt ihr gesehen. Es ist ein super Team. Kommt, wir freuen uns auf euch.